Online-Shopping, soziale Netzwerke und Nachrichten online zu konsumieren, gehört für viele VerbraucherInnen zum Alltag dazu. Da ist es umso nerviger, wenn der Computer plötzlich streikt. Und das nutzen Cyberkriminelle aus. Sie leiten InternetnutzerInnen auf eine Webseite, die ihnen den Eindruck verschafft, sie hätten ein technisches Problem, zum Beispiel einen Virus. Sie bewegen sich ganz normal im Internet, um eben ja, zum Beispiel eine Webseite zu besuchen. Und während Sie diese Webseite besuchen, wird Ihnen plötzlich ein Fenster angezeigt. Und dieses Fenster sagt Ihnen dann, bitte rufen Sie doch diese Telefonnummer an. Und wenn Sie dann diese Rufnummer angewählt haben, ist quasi die Falle zugeschnappt. Um NutzerInnen das Gefühl zu vermitteln, ihr Computer sei infiziert, manipulieren BetrügerInnen den Website-Code so, dass der Mauszeiger nicht mehr an der Position angezeigt wird, wo er sich tatsächlich befindet. Wir hören oft, dass Verbraucher eben solche Pop-up-Fenster im Internet sehen, irgendwelche Telefonnummern, angebliche Microsoft-Telefonnummern anrufen sollen. Das stammt nicht von uns. Wir informieren Verbraucher nicht über angebliche Viren, Bedrohungen oder Probleme mit dem Computer über solche Pop-up-Fenster. Wir rufen die Verbraucher auch nicht an. Wer das eben sieht oder erlebt, der kann ganz klar davon ausgehen, dass sich hier um Betrugsversuch handelt. Wenn man da dann anruft, meldet sich auch gleich jemand, der sich dann auf deinen PC verbinden will. Das heißt, er verbindet sich mit einem Remote-Programm, um Kontrolle über den PC zu übernehmen. Dann installiert er sich meistens sogar noch ein zweites Remote-Programm, um diese Kontrolle auch nicht zu verlieren. Da werden oft ältere Leute ins Ziel genommen, die sich technisch nicht so auskennen. Es werden denen irgendwelche Fachbegriffe an den Kopf geworfen, es werden denen Drohungen gemacht, es werden denen Versprechungen gemacht, um dann am Ende ja, möglichst viel Geld zu verlangen. Oft indem man irgendwas überweisen soll oder man soll irgendwelche Google-Karten kaufen, wo man dann die Codes denen geben soll. Wenn man jetzt noch Bitcoins auf dem Rechner hat, da fragen die auch speziell nach, dann werden die versuchen, zum Beispiel in den E-Mail-Account reinzugehen und diese Bitcoins zu klauen. Ich wurde gefragt nach meiner Visa-Kartennummer, nach den persönlichen Daten, weil diese Bereinigung meines Systems sei also kostenpflichtig. Durch diesen stärker werdenden Zwang, gleich hier eine Zahlung zu vollziehen, da kamen dann eigentlich schon kamen diese Bedenken auf. Hätte ich eine Kreditkarte gehabt, hätte ich mit großer Wahrscheinlichkeit den geforderten Betrag bezahlt. Das Cybersicherheitsunternehmen Avast hat in den vergangenen 12 Monaten in Deutschland über 2,2 Millionen Versuche des sogenannten Tech-Support-Betrugs erkannt und blockiert. Selbst das LKA in Niedersachsen hatte über die letzten 12 Monate über 1.300 gemeldete Fälle. Wir reden hier von gemeldeten Fällen und nicht die Dunkelziffer. Viele Menschen wagen es einfach nicht, dann noch diesen Schritt zu gehen, sich an die Polizeibehörde zu wenden. Avast blockt die betrügerischen Pop-up-Nachrichten im Internet und empfiehlt, keine Support-Telefonnummern anzurufen, die plötzlich erscheinen, ohne dass man danach gesucht hat, das Fenster zu schließen oder den Computer neu zu starten, wenn sich die Webseite nicht schließen lässt, bei verdächtigen Anrufen einfach aufzulegen, die Installation einer Antivirensoftware und aufklärende Gespräche in der Familie.